Ah, jetzt war eine gute herum. Wart. Yo! Wir begrüßen euch zu einem neuen Video. Ich bin der Johann Tropacher und ich bin heute wieder zu Gast beim Wolfgang Biowetz an der Salza. Hallo Wolfgang. Grüß euch alle miteinander. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr alle wieder zuschaut. Es gibt ja mehrere Videos schon von uns, genau, und wir werden so auch weitere produzieren. Deswegen sagen wir jetzt da gleich einmal vorab, bitte schreibt uns was in die Kommentare rein, welche Videos, dass wir für euch vielleicht produzieren dürfen, was ihr gerne vielleicht in puncto Fliegenfischen oder Fliegengewässer einfach von Wolfgang wissen möchtet. Und ja, ich will es euch so gut es geht beantworten. Alles weiß ich leider auch nicht. Ich lerne jeden Tag noch von der Natur dazu. Das tue ich genauso. Ja, genau. Und unter anderem sage ich jetzt auch gleich, abonniert den Kanal und schreibt, oder wie gesagt, drückt auf die Glocken, weil dann seid ihr immer up to date. Wie gesagt, wird jetzt eine eigene Playlist für uns nachher geben. Es sind ja schon ein, zwei Videos jetzt da online von uns und wir schauen natürlich, dass wir jetzt in näherer Zukunft auch weitere Fliegenfisch-Videos oder das Thema Fliegenfischen noch genauer auf. Genau, da reagieren wir halt auf die Kommentare, was sie unten reinschreibt, bitte. Dann werden wir dementsprechend die Thematik dann bearbeiten. Bearbeiten und vielleicht auch auf eure Wünsche, nicht vielleicht, sondern auch auf eure Wünsche ja, eingehen. Sicher. Heute haben wir das Thema, was wir besprechen möchten, sind Vorfächer, Vorfachmaterialien. Genau. Und da muss ich sagen, gleich mal zur Einleitung, ich sehe sehr viel. Ich lerne nach wie vor auf euch Fischer, alle miteinander, wie es da zuschaut und was es gibt, was zu unserem Gewässer kommen, was man falsch machen kann und was man richtig machen kann. Und wir stellen oft genug weg, dass die Fliegenfischer, die am Gewässer unterwegs sind, eigentlich die Thematik, wenn sie ein falsches Vorfach wählen, alles auszuschirmen, dass keine Fische im Gewässer drinnen sind. Was aber also, nicht der Fall ist. Es ist immer alles andere schuld. Ja, alles andere schuld, nur du bist selber nie eigentlich. Und da möchte ich jetzt einmal gewisse Punkte ansprechen. Und das sind sicher mal Vorfachmaterialien, vor allem, ich gehe jetzt einfach einmal so gleich mal über den Kamm geschehen, einmal so drüber. Vorfachlängen, genau, Vorfachmaterial und Vorfachstärke. Und das ist, glaube ich, auch so was, wo ich jetzt, glaube ich, auch... Du hast schon das meiste angesprochen, wo die meisten eigentlich das Problem haben, dass die Vorfachlänge falsch wählen, die Vorfachstärke und. Auf das werden wir jetzt ein bisschen eingehen, wieder kompakt und im Schnelldurchlauf. Vorfach, ich frage dich jetzt einfach gleich mal, wie wählst du jetzt einmal, oder was ist für dich wichtig vom Material her, dass du sagst, das Vorfach verwendest du jetzt? Also zum Beispiel jetzt da, an den heutigen Tag an der Salza. Punkte sind ganz wichtig. Erstens einmal, das Wetter spielt eine große Rolle. Wenn ich einen strahlenblauen Himmel habe und ein reines Wasser, so wie ihr es da seht im Hintergrund, aber ich meine, wir filmen jetzt leider ein bisschen zu viel zum Ufer hin. Ich kann es euch einblenden, also wir haben gerade Tiefststand an der Salza und wirklich super, genau, Bedingungen. Super klares Wasser, und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn heute ein strahlenblauer Himmel ist und die Sonne hoch steht, und der Fisch steht am Gewässergrund, der sieht durch das klare Wasser an der Oberfläche alles so genau, was sich da abspielt. Und wenn dann natürlich die Vorfachstärke und die Vorfachlänge nicht dementsprechend passt, dann wirst du nicht viel fangen. Da kannst du den besten Köder oben haben. Ja, das kenne ich. Ja, das kennst du von irgendwo her. Das ist nicht nur bei dir so oder bei euch so, es ist genauso beim Karpfenfischen so oder, wie gesagt, beim Raubfischen. Braucht man gar nicht auf die Thematik weiter eingehen. Wissen wir eigentlich alle als Angler. Und von den Vorfachmaterialien her, ich sehe schon, du hast da... Ich habe jetzt ein bisschen was vorbereitet. Qualität. In von den vorherigen Videos habe ich euch schon straff zu Herzen gekriegt. Ich will keine Werbung machen, aber wir haben die Generalvertretung Damen in der Firma für Straft. Und wir sind auf der Erlebniswelt Fliegenfischen immer vertreten. Und da ist auch der Hersteller von diesen Vorfachmaterialien. Und der macht immer spezielle Tests. Die Querschnitte werden überprüft, egal wie lang das die Spulen ist. Das wird angerollt und dann mit dem Mikrometer gemessen. Mhm.
ob die Angabe, was da oben steht auf der Tabelle, das blendet euch der Hans dann ein. Und ja, auch ob die Reißfestigkeit passt. Ja. Und auch die Knotenfestigkeit wird untersucht in Form von Reißtests. Und da ist man eigentlich drauf gekommen, viele Hersteller, es ist zwar alles schön, was da oben steht, aber wenn es dann meist noch ein paar Meter, eigentlich ist der Querschnitt, wenn zum Beispiel steht 0,30, dann ist das eigentlich ein 0,35er und so. Und das kenne ich nur zu gut. Ja, und da. Und nicht nur beim Vorfachmaterial, sondern auch bei Hauptschnüren und so weiter. Genau. Und das ist sehr ärgerlich, weil da. Ja, du verlässt dich eigentlich auf das, was da draufsteht, plus die Toleranz. Ja. Aber wenn das dann nicht hinhaut, dann hast du ein Problem eigentlich mit dem Vorfach, weil du müsstest noch ein paar Stufen weiter oben gehen, aber jetzt hast du nichts mehr Passendes mit. Und das kann es nicht sein. Mhm. Und da lege ich wirklich das straff ans Herz. Ich will keine Werbung machen. Da passen einfach die Angaben und das alles. Und du hast das ja schon jahrelang auch, glaube ich, in Verwendung. Und deswegen kannst du das eigentlich auch dein Wissen bestens weitergeben. Genau, und da steht wirklich die Toleranz und alles oben. Da könnt ihr messen, was wollt. Es wird immer passen. Und ich verwende eigentlich nur das normale Monophile. Ich verwende auch kein Fluorcarbon. Okay. Also mit denen habe ich wieder aufgehört. Eben weil wir, ins, so wie es bei uns ist, in der Salza ein Glasglas Wasser haben, da kann ich mit einem Fluorcarbon nicht viel anfangen. Weil das, die Erfahrung habe ich gemacht, da könnt ihr ein bisschen jetzt um und um diskutieren oder auch darüber nachdenken, das Fluorcarbon unter Wasser, wenn ihr es reinholt, das ist wie ein Strich in der Landschaft. Das habe ich auch gemerkt zum Beispiel, ich bin auch hier und da ein bisschen unterwegs in Ausland, ich war in Schottland oben in einem eisenhüttigen Fluss fischen. Ja. Und die fischen oben viel das Maxima Vorfachmaterial. Okay, sagt dann, mir jetzt da nichts, aber wie gesagt. Das ist ein dunkles Vorfach, da gibt es ja unterschiedliche Färbungen. Ja. Und da war das Problem, das habe ich nach 5 Minuten runtergezwickt. Da habe ich dann oben einen guten Fischerkollegen von Schottland, das ist einer von den besten Zweihandwerfer, habe ich darauf hingewiesen, habe ich gesagt, jetzt nimmst du mal das Vorfachmaterial, holst ins Wasser rein und schaust mal, was das für einen dunklen Strich und mit dem normalen Straff, mit Monophilen hast du das nicht. Okay. Und da machen sich auch Spezialisten viel zu wenig Gedanken über die Materialien. Okay. Also du sagst, kein Monophiles, sondern, also Monophiles, kein Fluorcarbon? Nein, nehme ich nicht. Okay. Ich fische ja hier und da an Seen mit Monophilen Vorfachmaterial und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, mit Fluorcarbon, da war ich nie überzeugt. Da fische ich lieber mit Monophilen. Teilweise habe ich im Seebereich mit 0,08, das hat eine Druckkraft von 1 Kilo gefischt. Okay, wenn das Wasser extrem sauber war und freilich, die großen Fische kommen außer hier und da, weil es nur 1 Kilo Druckkraft hat, reißt er hier und das Vorfachloch. Aber da kommen Fische, was du sonst nicht siehst. Okay, da brauchst du dann dementsprechend eine weiche Ruten, dass du das Vorfach nicht überdehnst. Und beim Drill musst du ein bisschen vorsichtiger sein. Und das Feingefühl einfach da haben und die Zeit genau, da nehmen. Ja, genau. Vom Werfen her natürlich auch aufpassen, je feiner, dass man fischt. Was verwendest du jetzt generell? Was ist eigentlich deine häufigste Schnurstärke? Meine häufigste ist eigentlich ist 0,10. 0,10? In der Salza, ja. In der Salza, okay, ja. Da möchte ich jetzt ein bisschen was sagen. Der Hans wird euch da jetzt Vorfächer einblenden. Da sind wir wieder beim Stroft. Und da möchte ich euch einmal einen Aufbau von Vorfach sagen. Hinten die Tabelle, wie die aufgebaut sind, da gibt es verschiedene Längen. Zum Beispiel 7 Fuß oder 7,5 Fuß, 9 Fuß und 12 Fuß. Da sind wir wieder bei einer englischen, also 2,10 Meter, 2,70 Meter und 3,60 Meter. Okay, das sind nachher die Vorfachlängen, das komplette, wo du wirklich dieses Monophile Zufliege vorschaltest, bevor du auf die Hauptschnur. Genau. Und das fängt, das ist konisch gezogen, das heißt, es fängt dick an und wird nach vorne hin abgestuft immer dünner, bis zur dementsprechenden X-Stärke. Das ist so wie bei Straff zum Beispiel, 6X ist mit 0,12er Spitzen, 7X ist mit 0,10er. Also ganz dick vorne, wo man es anknüpft, dann die Hauptschnur zur Fliegenschnur und zur Fliege hin ganz dünn, weil sie immer dünner wird und beinhaltet natürlich das, dass es natürlich am Gewässer vom Fisch weniger wahrgenommen wird. Eigentlich eh ganz simpel und logisch. Ja, da muss man aber aufpassen dann in gewisse Situationen, wenn man das Vorfach nicht regelmäßig kontrolliert, speziell beim Fliegenfischen und die Fliege ist zu buschig, dann dreht sie sich ein.
Okay, das ja. ist wie ein Propeller. Also du kannst auch einen Traller drauf kriegen. Genau, oder wenn man Fisch drüht oder schlampert, wirft einmal über den Stein, dass es vorfach rau wird. Und das sind alles Sollbruchstellen. Mhm. Das Gleiche Knick ist vertrocknet Monophiles ja gar überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nein. Kann man das ganze Monophile gleich einmal in den Mistkübel schmeißen am besten. Weil genau, oder neu knüpfen. Das Gleiche ist auch, es spült sich viel im Kopf ab. Wenn ihr wisst, ihr habt bei der dünnen Stellfahne einen Knopf drinnen und ich gehe fischen. Es könnte mein Lebensfisch beißen und genau dort könnte das Vorfachklo brechen. Um das auszuschließen, bitte, ist die Empfehlung, wenn es anfängt zum Fischen, ich weiß aus der Praxis, wenn es zu einer guten Stelle kommt, bei den ersten paar Würfe, in der Früh oder auf die Nacht, wie auch immer, kann euch ein Lebensfisch aufkommen, weil noch nichts beunruhigt ist. Ja. Und wenn du dann solche Probleme drinnen hast, einen Knoten oder eine raue Stelle oder irgendwas, dann wäre es einfach schade, wenn du den Fisch verlierst. Ja, genau. Sportzeugdepot, Alter. Nicht? Nein, überhaupt nicht. Knüpft es lieber nochmal neu. Ich weiß auch, von was ich rede. Mir ist sowas auch schon passiert und mir wird es in Zukunft auf, mit den Gründen sicher nicht mehr passieren, weil ja, ich knüpfe lieber zweimal als wie einmal zu wenig. Genau, und jetzt möchte ich euch einmal ein bisschen zeigen von den Querschnitten vom Vorfachmaterial, wie sich das auswirkt auf den Gewässergrund, wenn wir es ins Wasser reinlegen. Darf ich dich vorher noch fragen, ja. Du hast jetzt eh schon angesprochen von der konischen, wie lange ungefähr ist jetzt da, also du fischst ungefähr also Minimum 10er Stärke, ja, also 10er Stärke. Gehst du hin und wieder größer, wird es hin und wieder mal 12er oder 14er auch? Wenn es so rein ist wie bei uns, der Hans filmt dann nicht nochmal ins Wasser rein, ich fisch nicht stärker, weil okay. sonst kriegst du die großen okay. Fische nicht auf. Okay. Du weißt aber auch, was du machst für ja. Anfänger. Ist schwierig, da wird es am Anfang ein bisschen ein Lehrgeld zahlen. Da ist eher die Empfehlung, pfeift einmal auf die großen Fisch, grob gesagt, da einmal eine Nummer größer, also nur 12er oder nur 14er. 12er oder 14er Schnirl. Dass einmal das Werfen im Wasser gewandt wird mit den Wasserströmungen, weil da ist ja von Handling her total anders, als wenn ich in einem stillen Gewässer bin. Das nächste. Und sucht euch vielleicht einmal einen kleinen Fisch im Uferbereich aus. Zu Trainingszwecken, so wie ich früher gemacht habe, der was schwer zum Fangen ist, unter Nass drin, was ein bisschen verwachsen ist oder hinter einem Stein. Ja. Und probiert es dann einmal zum Überlisten. Nur zu Trainingszwecken. Und so habe ich mich eigentlich in der Jugendzeit mit ein paar extreme Kollegen in dem Bereich habe ich mich extrem gepusht und viel gelernt. Also nehmt euch den Tipp vielleicht zu Herzen, finde ich auch eine coole Sache. Also eher mit 14er, dann 12er und dann auf ein 10er gehen, wie es halt die fortgeschrittenen und eher professionellen Fliegenangler machen, dass man, wie gesagt, nicht gleich. Ja, ich darf es nicht vergleichen. Ich bin in der Woche, wenn es blöd hergeht, ein, zwei Mal am Wasser unterwegs. Und das seit 30 Jahren, länger? Ja, länger. Ich war früher ein gesuchter Mann. Und da kann ich euch nur einen Tipp geben, macht es auch so oft wie möglich ans Wasser. Vor allem das Handling mit der Rute von Anhieb setzen. Wenn der Fisch beißt, bis zum Drill, das muss man alles üben, das kann man nicht oft genug sagen. Das wird bei Fülle vorausgesetzt, dass das funktioniert beim ersten Mal. Das sehe ich überhaupt nicht so. Das muss man alles trainieren und je öfter das in der Situation seid, umso besser wird es. Ja, ja. So, weitere Frage jetzt noch von mir, bevor wir jetzt gleich mit den Schnüren ins Wasser gehen. Also, wie lange wählst du deine Vorfachmaterialien, wenn du jetzt da nicht vorgefertigte eben vorgefertigte konische hast, sondern einfach normale monophile Vorfächer. Die Toren, normale monophile, wird es drauf kommen, das wird nicht fliegen. Nehmt ein konisches, weil durch die Abstufung, durch die konische rollt sich das super aus. Okay. Und es kommt als letztes wirklich der Köder auf. Wir haben früher probiert einmal selber mit normalen Monophilen, die sind ja parallel. Ja. Zum Zubeknüpfen. Ja. Haben wir probiert Vorfächer bauen, das funktioniert aber nicht. Okay. Weil das holt sich nicht aus. Okay, okay. Sehe ich ja oft genug und die wundern sich dann, wenn sie nichts fangen, weil die Fliegen neben der Fliegenschnur neben einem dicken Bereich irgendwo daher schwimmt. Okay, das kann nicht gut gehen. Nein, das ist eher nicht förderlich, dass man Fisch fängt. Okay, und da hast du eigentlich immer vorgefertigte Schnurlängen? Ich verwende eigentlich ein normales Vorfach, zum Beispiel ein Straft mit 2,70 Meter mit einem 12er oder 14er Spitzenteil vorne. Ja. Und knüpft da meistens noch einen halben, dreiviertel Meter dazu. Aber mir dürft es bitte nicht als Maßstab nehmen. Ich bin da sehr extrem. Bei den Sachen bin ich. Also gesagt, von 2,70 Meter bis hin zu 3,20 Meter. So, ja, also zwischen 2 Meter, 2,5 Meter bis auf 3 Meter. Und im Seebereich geht es sogar noch mehr. Noch mehr, ja, weil durch das Stillwasserfischen, glatte Wasseroberfläche, ist das natürlich noch empfindlicher für die Fische und viel besser zum Sägen. Eigentlich auch ganz logisch.
Ja. Wie lang wälzt das da nachher? Da 3,5-4 Meter. Die Franzosen teilweise, die Gäste, was ich sehe bei ja. uns, die fischen teilweise in Frankreich mit 5-6 Meter Vorfächer. Das ist schon viel, ja. Ja, da muss beim Werfen super sein. Ja, ja. Ja, das kann das, aber in die, was die, in die Kreideflüsse, was die haben, in die langsam ja. fließenden, ja. hast du sonst keine Chance, dass du den Fisch überlistest. So, wir gehen jetzt da gleich einmal mit den Vorfachschnirdeln eigentlich ins Wasser. Ich werde die Kamera ein bisschen nachdrehen, genau. werde die GoPro adjustieren. Und dann zeigen wir euch das einmal da. Seht ihr, glaube ich, einfach einmal, wie sich die Schnüre im Wasser verhalten. Das ist auch ganz eine interessante ja, Geschichte. Ja, passt. So, jetzt zeige ich euch einmal, anhand von so einem reinen Wasser, wie sich die verschiedensten Vorfachstärken auf den Fisch negativ auswirken. Indem ich es ins Wasser reinhalte, der Hansfisch, der filmt einmal drüber und dann seht ihr einmal, was das für einen Schatten wirft. Das ist jetzt ein 0,30er. Das lege ich jetzt einmal da rein und schaut euch das einmal im Gewässergrund an, was das für einen Schatten wirft da entlang. Seht ihr das? Für uns ist zwar nicht so offensichtlich, aber für die Fische selber ist das wie eine Autobahn. Abschleppsäule oder Autoabschleppsäule, sage ich einmal. Das ist jetzt ein 0,30er. Wenn Sie jetzt da natürlich noch eine andere Farbe von Vorfachmaterial verwendet, zum Beispiel, das wirkt sich alles noch negativer aus. Das ist jetzt ein 0,30er. Ist das schon extrem sichtig. Jetzt gehen wir mal ein bisschen runter. Ich zeige euch noch die Spulen, dass man das glaubt. Der Hans blendet die ein. Wichtig ist, die Verpackung vom Vorfachmaterial ist auch ganz wichtig. Die muss UV-beständig sein, weil sonst habt ihr das Problem. Da habe ich am Anfang viel Lehrgeld gezahlt, früher in die 80er Jahre, weil sonst wird das Vorfachmaterial brüchig. Jetzt legen wir mal ein 14 rein. Es wird schon besser, aber seht ihr trotzdem, zwischendrin wirft es auch noch extreme Schatten. Und das ist natürlich für den Fisch ein gewaltiger Unterschied dann. Ich meine, der Strich da am Gewässergrund wird schon kleiner, aber es ist ein gewaltiger Unterschied, wenn ich dann hergehe und zum Beispiel, so wie jetzt nehmen wir mal einen 0,10er, dass ihr einen Unterschied seht. Das ist fast nicht mehr sichtbar. Und eins ist noch, dass man noch viele Kleinsttieren da in Oberflächenfilm drin. Das könnt's, die Spiegelung könnt ihr wegnehmen, indem ihr ein paar Großhalme nehmt und vorsichtig durchzieht. Dann geht der glänzende Bereich weg vom Vorfachmaterial. Ich sehe das gar nicht mehr, was da. Jetzt habe ich da das 0,10er und das 0,14er nebeneinander liegen. Da füllen wir drauf, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber normalerweise seht ihr das da. Oder? Ich meine, da geht es jetzt wieder retour, aber es 14er, so 16, schauen, ja genau, da sieht man einen Unterschied von 014 aufs 010er. So. 10, 14. Genau, jetzt könnt ihr natürlich hergehen, das hat mir einmal ein alter Fliegenfischer gesagt, also die Alten wissen teilweise auch was tun, und zwar, wenn es glänzend ist, ist Vorfach, ziehst du es mit einem Großhalm ein paar Mal durch und dann ist die Spiegelung weg. Okay. Von der glänzenden Oberfläche, das ist im Stillwasserbereich oft sehr interessant. Also ein paar Mal durchziehen und werdet sehen, das Glänzende ist weg und unterstützt euch noch mehr in gewisse Situationen. So, jetzt haben wir noch ein Thema, das sind die Verbindungen. Und zwar, da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt so kleine Metallringerl in verschiedenste Größen, so Pizzenbauringerl oder eine gute Knotenvariante ist der sogenannte Blutknoten. Der heißt nicht nur so, der ist auch so. Weil wenn du steife Finger hast und du machst einen, ist teilweise ein bisschen Arbeit, wenn es kalt ist. Aber da müsst ihr durch. Aber die Knotenhaltbarkeit, weil die Firma Straft hat auf der IWF Knotenhaltbar-Tests gemacht, wo sie die aushalten, da ist der Blutknoten vorne dabei. Also bitte die zwei Varianten verwendet. In reinem Wasser empfehle ich euch eher einen Blutknoten, weil der trocknet so auf, als wie mit dem Pizzenbauerringerl. Pizzenbauerringerl, was verwendest du da für einen Knoten? Da machst du wieder einen normalen Clinchknoten. Okay. So also wie es die Fliege ans. Ja, genau. Das ist das Einfachste. Aber die Pizzenbauerringerl, ich verwende es nicht gern. Okay.
weil wir so ein reines Gewässer da haben in der Salza. Decken und Tannen. Genau, so ist es. Wie gesagt, ich habe ein Video auch schon produziert mit den ganzen Knoten. Ich kann das oben in den Infokarten euch einblenden. Genau, so ist es. Und dann noch mit den Clinchknoten und auch den Blutknoten, wie man den bindet. Mhm. Das ist einfach erklärt. So, packen wir es mit der Fischerei? Gehen ja, vor allem, wir gehen es wieder an, Hans. Super. Wir nehmen euch wieder mit, zeigen euch wieder, wie das Ganze jetzt funktioniert. Genau, schauen wir mal, ob da, der eine oder andere Fisch wartet und wir geben Gas. Du wolltest ja, Wolfgang, jetzt da mit der Nymphen probieren, gell? Nein, das hat sich schon übrig, weil da drüben sind schöne Fische. Die gehen auf die Trockenfliegen. Teilweise hupfen sie 2 Meter von uns da. Da ist er gerade gesprungen, ja. Und man sieht, da der nächste, und man sieht wirklich, dass da drüben irgendwas ist da geschlupft. Ja, da findet ein Insektenschlupf statt. Und das Spannende ist bei den Insektenschlupf, die sind meistens nur eine Viertelstunde, 20 Minuten. Man 15 Minuten auf oder ab, das mag schon sein. Aber in der Zeit musst du teilweise im passenden Köder haben, weil sonst ist es wieder vorbei, sonst hast du umsonst ummontiert. Jetzt gesehen, wie schnell das geht. Der Wolfgang findet jetzt dran. Ja, wenn ich da durchkomme. Wie wichtig dass das wieder ist, dass man die Natur beobachtet. Da drüben findet immer Schlupf statt. Schauen wir mal, ob der Wolfgang dort den einen oder anderen Verröhn oder Eschen fängt. Ich richte mich wieder als Vorfachel zum Durchziehen an und trage die Fliegen aus der Praxis heraus. Jetzt werden wir uns das dann gleich anschauen, in Echtzeit einmal, was da abgeht. Ich mache jetzt 20 Umdrehungen, weil es noch halber das sind. Das heißt? Ja, es sind 10 volle Umdrehungen. Beim Clinchknoten. Das ist beim 0,10er Vorfachel optimal. Zu wenig soll es nicht sein, aber zu viel auch nicht, weil sonst baut sich Reibung auf, wenn ich das zusammenziehe. Ich kontrolliere jetzt nochmal das Vorfach. Da passt auch alles. Eben wie gesagt, das Zusammenziehen entsteht. Genau. Und jetzt gehen wir es an. Der Hans bleibt einmal stehen, weil sonst fangen wir gleich. Und dann schauen wir. Schaut euch das einmal an. Die Fliegen, ja, eine kleine, aber das macht nichts. Da drüben findet der Schlupf statt, da wurde es nur so. Da haben wir relativ ein seichtes Wasser, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Kraut mit umgenommen. Aber, ihr habt es gesehen, es ist auch Wurf gewesen und Fisch. Wenn es immer so laufen würde, gell? Ja. Dann wäre es nicht fischen. Also, ich bin froh oft, wenn es zart hergeht. Also wenn es so einfach geht, wie jetzt da, weil dann muss ich mir was überlegen, warum und wieso. Und das macht es so spannend. Wenn ich Fisch um Fisch fange, das ist irgendwann, mag ich nicht mehr. Wenn das Equipment und alles passt, jetzt hauen wir wieder um, lassen die Fliegen umrumpeln und dann wird es normal gleich wieder mal duschen im Gebälk. Da ist ja schon wieder was nachgefahren. Jetzt schauen wir wieder. Natürlich der eine oder andere Fisch, wenn der beißt, der macht natürlich schon Radau. Braucht man nicht reden. Der macht natürlich sofort Meldung zu den anderen. Da kennen sie uns jetzt schon wieder ein bisschen. Der kleine Fisch hat schon gereicht. Aber nichtsdestotrotz. Haben wir jetzt einmal da hinauf. Jetzt gesehen. Jetzt gesehen, ja. Jetzt haben wir wieder von unten hinauf gefischt. Was gewisse Vorteile hat. Da habe ich 2, 3 schöne Nachfahrer gehabt. Wurf müsst ihr halt dementsprechend immer anpassen an die jeweilige Situation. Jetzt fischen wir da mal alles ein bisschen ab. Und wir haben schon wieder eine. Das ist der Vorteil, wenn ich von unten hinauf gehe, kommt so die Fische weiter zu. Sie nehmen mich nicht so wahr. Jetzt haben wir wieder ein bisschen eine Regenbogen, eine schönere. Ich halte den Drill immer sehr kurz. Und dann lösen wir es wieder vorsichtig ab. Schöne. Ja, die hat leider, die war ein bisschen gierig, die hat ein bisschen. Die hat geschluckt? Ja.
Da brauchen wir jetzt. Wieder nicht das Problem mit den Schonhaken, gell? Nein. Deswegen hat nicht meine Arterienklemme mit, dass das schnell und schonend geht. Zack. Und danke, hat mich angespritzt. Jetzt habe ich die Wassertaufe auch gleich. Petri, heil. Petri, dank. Ah, jetzt war eine gute heroben. Wart. Ja, ich muss mich aufpassen und oft nicht in Schönheit Sternbein werfen. Ja, ist ein bisschen ein Training. Nächsten Biss gehabt. Seht, das ist kein Wunschkonzert. Es ist so. Das Problem ist, der Lichteinfall ist momentan ganz schwierig. Durch das sehe ich teilweise die Fliegen nicht im turbulenten Wasser. Und habe das Problem, dass ich dann hier und da meinen Fisch versemmel. Aber das ist so, das bleibt nicht aus. Die stehen da in den Algen und Krautteppich drinnen. Da haben sie natürlich viel Nahrung. Da oben wird es jetzt interessant. Vielleicht haben wir Glück, dass da ein Eschen kommt. Ich mache ein paar schnellere Würfe, so wie jetzt da, zum Fliege trocknen und dann präsentiere ich es wieder, dass es länger oberschwimmt. Wieder ein paar schnellere Würfe und der letzte ist wieder der zielgerichtete Wurf. Da rechts ist auch was, da war jetzt auch wieder einer. Ja, die Fliegen ist weg. Hat mir die Fliegen angerissen. Mir ist was aufgegangen. Ich habe jetzt ganz eine große Fliegen montiert. Und jetzt schauen wir uns den Fisch an. Das heißt, große Fliege, großer Fisch heißt es nicht, aber ich glaube, das kann was gut sagen, gell? Ja. Ich gehe noch da oben ein bisschen ins Seichtwasser. Ja, ich folge dir. Schaut euch wieder die schöne Bachforelle an. Das Schöne ist, der ist wurzeldick, also wohl genährt. Ich nehme es jetzt vorsichtig. Dann, ja, schöne Bachforelle. Bei den Forellen ist es so, dunkler Untergrund, dunkle Farbe. Heller Untergrund, helle Farbe. Also die Natur hat sich sehr gerichtet, muss ich sagen. Schau, dass ich den Köder wieder ein bisschen weiter wegbringe von mir. War im Nahbereich durch das bisschen Obergang da. Wir haben schon wieder den nächsten Biss gehabt, das war ein kleiner. Ein weißer Hai. Jetzt lasse ich es wieder umrumpeln. Ich mache richtig Radau an der Wasseroberfläche mit der Fliegen. Darum habe ich größere montiert. Und der Fisch hat einen gewissen Instinkt und den nütze ich schamlos aus. Lass ich wieder oben ein Stück treiben und jetzt fangen wir wieder zum Einholen an. Und normal wird es nicht lang dauern und es kommt wieder eine Attacke. Seht ihr, wie die Fliegen umfurcht, sagen wir an der Wasseroberfläche. Wieder hinaus. Das ist eins von den wenigen Male, wo ich eigentlich eine größere Distanz fische. Sonst eigentlich nicht, wenn ich von unten hinaufgehe, maximal 5-6 Meter, das habt ihr vorher gesehen. Schauen wir mal, ob es uns da jetzt wollen, die Fisch. Jede Stelle ist nicht gleich. Da unten ist, da will ich nämlich hin, da oben. Zu der Stelle. Ja, genau, da ist wieder so ein schöner Pool. Da haben wir jetzt zwar gerade einen Nachfahrer gehabt, jetzt muss ich zwischendurch, das ist auch ganz wichtig beim Fliegenfischen, die Steckverbindung einmal wieder festigen. So,
Jetzt haben wir wieder da umgehauen. Der Hans verfolgt mich da im Hintergrund und wir haben schon den nächsten Fisch. Wieder Bachforelle. Eine kleine, da beim Drill 16, ich bin da relativ flott unterwegs, dass der Fisch nicht zu viel Stress hat. Jetzt schauen wir uns die kleine Forellen dann an. Ich muss nur herdrehen da in die Kamera, schaut euch den Fisch an. Wunderschön, oder? Ja. Und weg ist. So, wieder was nach. Aber. So. Genau, und wenn es am schönsten ist, sollen wir aufhören. Weil mehr als wie Fisch wir fangen, können wir nicht. Und deswegen festhalten wir meistens nachher zum Schluss, wenn es läuft, noch einer beißt. Genau. Beim Einholen. Und zusätzlich macht es zwischendurch, das ist auch noch ein guter Tipp, macht es Pausen, weil sonst kann es die Konzentration lässt nach einer gewissen Zeit nach. Das werdet ihr selber merken. Dann wird es miert, dann passieren euch Schlampigkeitsfehler beim Werfen und dann seid ihr mehr knüpfen als wie Fischen. Also genießt die Natur, huckt euch wieder mal da ohne für eine viertelhalbe Stunde und macht euch wirklich einen schönen Tag und rennt nicht durch die Gegend. Aufhören sollen wir, wenn es am schönsten ist. Der Wolfgang packt gerade die Ruten zusammen, er hat es ja eh schon gesagt. Wir verabschieden uns wieder. Ja, genau, vom Wasser. Wir haben hoffentlich das Thema Vorfächer, Materialien so gut wie möglich aufbereiten können für euch, für die Praxis. Dass ihr euch Gedanken macht drüber, probiert es selber mit euren Materialien und macht euch Gedanken, auch wenn es einmal neben einem zweiten Fliegenfisch einen Abstand von 100 Meter steht und der fängt Fisch um Fisch und ihr weniger, warum tut er so? Irgendwas muss da anders sein. Macht euch Gedanken drüber. Vielleicht ist er nicht besser, vielleicht liegt es am Vorfachmaterial. Ja, genau. Und nicht alles auf die Fischschirm, dass keine Fische im Wasser sind. Oft sind Kleinigkeiten entscheidend. Ganz warum, wichtig. Warum ich keine Fisch fange oder weniger oder gar nichts. Wie gesagt, schreibt uns wieder in die Kommentare rein, was ihr vielleicht gern wissen möchtet von Wolfgang in puncto Fliegenfischen, welche Videos, dass wir weiters in Angriff nehmen dürfen für euch. Genau. Wir freuen uns darüber über jeglichen Kommentar. Wir werden das wieder versuchen, so fachlich wie möglich aufzubereiten. Alles weiß ich auch nicht, das muss ich gleich dazu sagen, weil die Zeit ist so schnelllebig. Gewisse Systeme, da will ich gar nicht näher drauf eingehen, weil momentan sind andere beim Fliegenfischen, beim Nymphenfischen und so, so Tschechisch-Nymph und so ist auch im Vormarsch. Mhm. Da hast du halt so Springersysteme und mehrere Köder an der Fliegen, am Fliegenvorfach. Aber ich sage immer, ich bleibe bei der einfachsten Art, so wie es früher üblich war. Und man fängt das aus seine Fisch, wenn alles passt. Du hast das so deinen Erfolg. Genau so wie man ist sieht, es. Wie mir auch euch ja, im Video aber auch gesagt. Ich darf es nicht vergessen, ich bin so oft am Wasser. Das ist ein Unterschied, ob ich zehnmal im Jahr fischen gehe oder jetzt Wochenende fast da herum irgendwo in der Pampa rein beim Fischen. Das dürft ihr nicht vergleichen. Deswegen sind wir ja da, deswegen mache ich das Video mit dir, weil du kannst ja wirklich auch Erfahrung austauschen und ihr seht das auch in unseren Videos, dass wir die versuchen, so grundehrlich zu halten, wie es nur geht. Wir wollen euch nichts verkaufen, sondern wir Nein, wollen euch nur nicht. Die Erfahrung, oder besser gesagt in Wolfgang seine Erfahrung da einfach euch auch ja, mitgeben. Und mich freut es, weil ich Hans mit habe, weil der stellt mir wirklich zwischendurch Fragen, was für mich eigentlich selbstverständlich sind. Da denke ich nicht mehr drüber nach, aber er frischt mir das ein bisschen auf und das freut mich. Darum schreibt es in die Kommentare rein, was euch am Herzen liegt und wir werden das wieder aufarbeiten in einem von den nächsten Videos. Genau, wir haben noch ein paar Videos haben wir natürlich noch geplant und heute unterhalten. Das sagen wir euch jetzt aber nicht, was da kommen wird. Das sind spannende Themen. Ja, wie gesagt, wir sagen danke und wie man so schön sagt und ich auch so schön sage immer, bis zum nächsten Video. Euer Johann Troppacher. Ja, und einen schönen Gruß aus dem Salzertal, der Wolfgang. Bis grüß zum nächsten Mal. Tschüss, grüß euch.